heute gibt es bei uns Schaschliks. Die WM in Russland läuft noch und wir machen für den Gastgeber russische Schaschliks. Wie wir die machen und ob die schmecken, schaut, bleibt dran. Ihr seht auch noch, wie wir zwei leckere Cocktails machen. Es gibt einen russischen Mojito und einen Kindermojito. Und wir verraten schon mal, sie sind lecker. Die WM geht weiter, Deutschland ist schon lange zu Hause, Jogi Löw ist weiterhin unser Trainer. Ob es was bringt, wissen wir noch nicht. Warten wir mal den Herbst ab. Wir reisen weiter durch die verschiedenen Länder, die an der WM teilnehmen, feiern deren Mannschaften, deren tolle Spiele und auch deren Fans. Und heute sind wir beim Gastgeber. Heute machen wir russische Schaschliks. Richtig. Wir haben schon vorbereitet. Fleisch geschnitten. Wir haben Schweinenacken. Ein bisschen das Fett abgemacht, aber nicht zu sehr. So ruhig dranbleiben. Pfeffer. Ja, wir haben einige Pfefferkörner. Zwiebeln. Zwei Zwiebeln, die werden wir klein hobeln. Joghurt. Und zwar ist das laktosefreie Joghurt. Normalerweise macht man das mit Buttermilch. Da man Buttermilch laktosefrei sehr schwer kriegt, nehmen wir Vollmilchjoghurt und verdünnen den etwas mit Wasser. Yeah. Da haben wir sowas ähnliches wie Buttermilch, das kommt so gleich hin raus. Man kann das auch mit Kefir machen, das schmeckt auch. Auch das kriegt man nicht laktosefrei. Eine Knoblauchzehe? Ja, eine Knoblauchzehe. Die werden wir klein drücken und dann klein hacken. Das wird deine Aufgabe sein mit dem neuen Messer. Wer das neue Messer kennenlernen möchte, ich zeig's euch. Der schaut einfach mal das Testvideo. Salz und Chilischoten. Ja, was haben wir noch? Dill. Richtig, das werden wir klein hacken. Und zwei Lorbeerblätter. Ja, und alles zusammen kommt in den Topf. Dann wird das schön verrührt. Und dann stellen wir das 12 bis 24 Stunden im Kühlschrank und morgen werden wir es grillen. Fangen wir an mit dem Joghurt. Alles? Alles, zwei Viertel. Durch den Joghurt bleibt es sehr frisch. Deswegen legen wir es jetzt ein und lassen es einziehen. Wir könnten es auch wieder einmassieren. Eine Minute massieren ist wie eine Stunde marinieren. Da wir das 12 bis 24 Stunden marinieren lassen wollen, habe ich keine Lust, 20 Minuten zu massieren. Deswegen machen wir es heute fertig und morgen kommt es auf den Grill. So. Die Hälfte vom Wasser sollte reichen. Die Hälfte nur? Mhm. Das, genau. Okay, die Pfefferkörner können wir reintun. Und die Lorbeerblätter kannst du ein bisschen knicken, genau. Jetzt verteilen das Ganze. Die Zwiebeln müssen jetzt hinzu. Die machen wir mit dem V-Hobel, damit sie schön fein sind. Umso feiner die Zwiebel ist, umso mehr kann sie ihren Saft und ihren Zwiebelgeschmack in das Fleisch abgeben. Deswegen machen wir es mit dem V-Hobel extra fein, extra dünn. Okay, dann rein mit dem Dill. Und anschließend hacken wir die klein. Das soll ich wieder machen, richtig? Das sollst du machen. Und ich hole in der Zeit, was ich vergessen habe, nämlich Paprikapulver. Wir brauchen noch einen Esslöffel Paprikapulver. Die restlichen Zutaten rein zum Fleisch. So. Das riecht sehr gut. Also die Zwiebeln und der Knoblauch kommt intensiv rüber. Ich freue mich schon auf morgen aufs Grillen, da wird es bestimmt noch besser riechen. So, jetzt ist alles drin. Und jetzt hast du richtig dreckige Finger, jetzt ist es eigentlich Quatsch. Aber bevor du reingehst und kneten. Handschuhe! Habe ich die Handschuhe besorgt? So, und jetzt einmal schön durchkneten. Überall
Zwiebeln und alles ist, dann drückst du alles schön runter. Darauf gibt dir eine Zwiebel entgegen. Die greift dich an. Die Zwiebel kann angreifen. Boah, es riecht sogar noch besser jetzt. Es sieht lecker aus, es riecht gut. Aber bestimmt wird es sehr lecker. Und wir müssen leider jetzt ein bisschen warten. Wie lange warten wir? 20 Stunden. Ja, so ungefähr. 12 bis 24 Stunden, also 20 Stunden ganz gut. So, da sind wir wieder. Wir haben die Fleischstücke ungefähr 20 Stunden marinieren lassen. Die sind jetzt schön durchgezogen. Wir öffnen jetzt die Dose. Und? Es riecht richtig gut und sieht auch richtig lecker aus. Ja. Wir werden jetzt das Fleisch auf Spieße ziehen. Wir haben kleine Würfel gestern gemacht, die habe ich gar nicht gezeigt. Die werden wir einfach aufspießen. Wir werden gut damit drei Spieße bestücken und werden sie dann grillen. Wir haben das Fleisch, wo haben wir es hingelegt? Auf die direkte Zone. Richtig, wir haben den Grill vorgeheizt auf 200 Grad. Haben das Fleisch in die direkte Zone gelegt, werden es da jetzt scharf anbraten von allen Seiten ein paar Mal, werden es drehen, damit es nicht anbrennt oder verbrennt das Ganze, haben wir noch Essigessenz mit Wasser gemischt. Das, halt mal. Können wir dann immer mal bei Belieben, da haben wir unten ein paar Löcher drin im Boden, da immer wieder drauf sprühen. Dann bleibt es frisch. Und kriegt den normalen Schaschlik-Geschmack. Wir ziehen das jetzt hin, wir machen das jetzt, bis die Fleischstücke schon braun sind. Und dann legen wir es in die indirekte Zone. Richtig, damit wir da auf Temperatur kommen. Bei Schweinefleisch sollten wir so 82 Grad haben. Es ist heute wieder richtig warm. Es gibt heute Cocktails. Richtig, die werden wir auch machen, kurz bevor es fertig ist, damit wir was zum Trinken dazu haben. Also, wir hauen mal rein. Machen noch ein paar schöne Bilder und wir sehen uns dann wieder, wenn wir Kerntemperatur haben. Wir haben eine Kerntemperatur von 72 Grad. Ja, richtig. Das sieht herrlich aus, es riecht gut. Wir haben unsere Cocktails fertig. Ich habe einen Russian Mojito und du hast einen Kinder Mojito. Und wir trinken erstmal, wie es wie immer heißt. Oh, lecker. Sehr lecker, sehr erfrischend. Die Cocktails findet ihr natürlich bei uns auf der Seite. Könnt ihr die Rezepte euch angucken. Und macht den auf jeden Fall nach. Die schmecken so gut. Okay, dann wollen wir mal probieren. Schneid mal einen Mittelschnitt. Okay, wir schauen mal. Es ist noch wunderbar saftig. Schon ein bisschen Pfeffer drauf. Wir haben extra keinen Pfeffer drauf gemacht, weil Pfeffer verbrennt. Wir hatten es ja scharf angebraten. Und wir probieren. Voll lecker. Es ist saftig. Es ist verdammt gut. Macht es nach, probiert es. Wir werden nochmal probieren, nur damit wir sicher sind, dass es schmeckt. Verdammt, sie war schneller. Wir werden nochmal probieren. Jetzt der Papa. Herrlich. Es ist herrlich saftig, es ist schön frisch geblieben, dadurch, dass wir es so schön eingelegt haben. Probiert es, macht es nach. Herrlich. In diesem Sinne, das wird dann hier. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr von uns sehen wollt, dann abonniert unseren Kanal. Wenn ihr immer wissen wollt, wann wir die neuesten Videos veröffentlichen, dann aktiviert die Glocke. Wenn ihr die Rezepte nachgrillen wollt, wenn ihr euch die Cocktails interessiert, dann findet ihr die Rezepte in der Infobox. Bei Instagram könnt ihr sehen, was wir immer einkaufen, was wir Interessantes sehen, was wir planen. Da gibt es auch immer schon ein Bild zu dem nächsten Video. Ihr findet uns auch auf Twitter und Facebook. So, das war's. Wir sind raus für heute. Ihr wart bei Dauter and Dad's Sizzle Zone.
Wir wollen noch ein bisschen Beilage haben und es ist wieder richtig warm heute. Was gibt es? Oh, und wenn euch diese Videoidee gefällt, dann lasst uns bitte einen schönen Daumen nach oben da. Hallo, wir sind ein Team, du Alleinunterhalter. Okay. Auch ich bin wieder da und habe ein Esslöffel Paprika geholt. Das mache ich rein. Es wäre für mich ein weiter Weg bis dahin, aber ich stelle es hin. Wow, der ist echt gut geworden.